ist Joa Butchka? Wie geht's den Kindern? Wie geht's den Kindern hier auf diesen ganzen Säcken? Rumlaufen. Das ist Jobka. Das ist Jobka. Der macht gar nichts. Der mag dich. Anja, der mag dich. Ja, der mag dich. Läuft wie so ein Bär, richtiger kleiner Bär. Sehr, sehr süß. Schatzi, dann hast du schon gemolken? Ja. Sehr schön. Liebe Freunde, wir melken morgens. Morgens melke ich. Und abends melkt mein Liebling. Lass die mal raus. Ja, gerne. Ich mach die Glucke hier noch zu. Ja, 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 ich mach dich zu. Hast du das nicht gegessen, was ich dir gegeben habe? Gar nichts. Gar nichts gegessen. Und warst du auch nicht raus? Soll ich dir Wasser holen? Warte mal, ich hol dir was. Ich kann das nicht sehen, wie die nichts isst und nichts trinkt. Das kann man sich nicht angucken. Nachdem der kleine Küken ist verloren, war ich sehr, sehr traurig. Und ich habe heute gar nichts gefilmt. Deswegen, ich war nur traurig. Die Glucke läuft alleine, aber die ist auch selber sehr dumme Glucke eigentlich. Das ist eine richtig dumme Glucke, die... Die hat den schon gepickt ab und zu, habe ich sowieso gesehen. Die sitzen schön drin, die muss man nie wieder treiben. Die zwei roten, die eine mit 3 und eine mit 6 von Ehud.
So, die Glocke kriegt. Lass einfach auf, Schatzi, und entspann dich. Geh duschen, ich habe schon geduscht. Entspann dich, mein Süßer. Die können ja selber entscheiden. Ganze Tag nicht gefilmt, Gurken gesammelt, Tomaten gesammelt, Gurken schon gewaschen, werde die morgen wieder ein Gläschen marinieren. Das Gläschen, was ich mariniert habe, haben wir schon gegessen. Die großen Gurken tue ich aufbewahren, einfach so noch. Wenn gar nichts mehr gibt, dann kann man die immer noch essen. Ach, der Mieter kackt hier, sehe ich schon. Kriegst du von mir Wasser? Sarah, 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 Sarah. Bi, bi, bi. Die Arme, die hatte so Durst. Die Arme. Warte mal, ich mach dir das so, dass du das ganze Nacht hast. Nibis, ich stell das Wasser da. Nibisa, Nibisa, in die Ecke. Nibisa, Nibisa. Oh. So, kannst du ganze Nacht trinken. Hast du ganze Nacht Wasser und bist zugemacht. So. Kokoskinder. Kokoskinder essen noch was. Auch die andere Glucke mit den Kindern isst was. Ach so, jetzt gehe ich noch die andere zumachen. Dann erzähle ich noch, was war am Tag so, was ich habe gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe geerntet, wie gesagt, Gurken, Tomaten. Kohl wollte ich ernten, habe ich nicht geschafft. Marusa war hier und wir haben mit Marusa Heu noch ein bisschen weggetan. Ein paar Tücher. Das kann man zumachen. Kaninchen kriegen heute nichts mehr. Die haben schon bekommen genug. So. Ui, die Äpfel, das war ein Fehler. So gebacken in der Sonne. Schatzi, haben die denn alle Äpfel aufgegessen, die ich gegeben habe? Ja, aber wow. Nur ein Eimer, ne? Zwei Eimer habe ich gegeben. Wo ist denn der zweite? Nee, ein Eimer schon weggebracht und einen aufgefüllt. So. Ja, ja. Und den hast du gegeben dann. Jetzt glaubt, der Bett ist immer. Na. Schluck. In den Eimer, Schatz, in den Eimer kippen. Ja, ja, ja. Kükeneimer. Hier? Mhm, reinkippen. Alles reinkippen. Ja, aber du musst den ja irgendwie zumachen. Ne? Deckel drauf, da ist Deckel. Ah, okay. Danke. Und das kannst du immer so machen. Das ist der Kükeneimer. Danke, mein Süßer. Machst du den Eimer nur so drauflegen? Nee, einfach da stehen. Nichts machen, nur drauflegen. Ja, ja. Okay. Mach ich gar nichts. So, was war dann so eine große Arbeit? Haben wir dieses Bett, die Matratze rausgetragen. Mein Schatz und ich und Marusa hat uns geholfen, das, die ganzen Decken und die ganzen, was unter dem Bett war. Da hatte ich solche, unsere Wintersachen versteckt, solche Pelze. Und die waren alle schon so, haben nach Schimmel gerochen. Dann habe ich ein paar Pelze, habe ich hier schon zum, die werde ich nicht mehr tragen, habe ich dahin so zum Setzen für die Katzen gebracht. Und hier eins, das ist auch schon viel zerrissen, habe ich hier hingelegt, kann man sich hier hinsetzen, schön weich. Ja, jetzt habe ich Gedanken verloren. Ja, Gedanken war, dass diese Matratze, die sieht zwar super hässlich aus, hässlich, weil die ist extrem alt. Die ist noch alt, die ist noch aus Zeiten, die war noch im Haus, als wir das Haus gekauft haben. Also das ist schon, keine Ahnung, 70er Jahren Matratze noch, vielleicht 60er, 70er Jahren Matratze. Aber die ist bequem, wir mögen die und wir trocknen die in der Sonne. Von der Seite ist sie so Holz. Holz. Oh, und die haben wir jetzt zusammen hier reingetan.
Ich laufe so noch im Handtuch, weil ich habe mich gerade geduscht. Ich rieche, ob die nach Schimmel stinkt, stinkt nicht mehr. Aber wenn die morgen noch einen Tag Sonne hat, dann wird super. Aber leider steht, hat mein Schatz gesagt, dass morgen Regen kommt. Morgen kommt Regen. Schatzi, hat denn die Bonnie getrunken da bei dir? Die hat getrunken, die hat was bekommen. Sehr gut, sehr gut. Das ich muss jetzt mal gucken, ich habe nämlich heute das Schwimmbad leer gemacht. Oh, das ist ein Thema. Weil ich laufe so rum und habe vergessen, was wir alles gemacht haben. Vergessen, wollte erzählen, da sind ja diese Pelze. Ah, Schatzi, ganz kurz, bleib beim Schwimmbad, ich will nur die Pute zumachen, ja? Und dann erzählst du uns die Geschichte. Aha, ich muss die Puten hier zumachen. Ich glaube, die gehen hier beide schon rein. Zwei Stück gehen hier rein. Ja. Eine Heibude. Aber bitte nicht kämpfen da drin. Mach euch beide hier zu. So, die Sonnenblumen. Ach, bevor ich zum Schatz gehe, zeige ich noch die Sonnenblumen. Die Sonnenblumen, die Kahne, die Malven. Wow, wie schön hier gesät. Jetzt kann man laufen. Lavendel, Röschen, Thymian. Aber die Sonnenblumen. Ah, wie schön. Wie schön. Und aber komisch, dass die sich nach da gedreht haben. Sehr schön. Hier auch kommen jetzt auch bald riesige. Und ich habe so viele gepflanzt. Ich habe direkt so richtig viele an jedem Pfosten. Dann habe ich vergessen, Himbeeren zu pflücken. Oh, ich vergessen zu pflücken. Ich bringe sofort jetzt noch eine Tasse. Sofort bringe ich noch eine Tasse. Erstmal gehe ich zum Schatz. Er wollte was erzählen. Mäuselchen, erzähl. Ja. Erzähl jetzt, wie war das? Ja, alles gut. Ich habe jetzt nur noch nicht so richtig geschafft. Das muss ich morgen noch. Schon wieder kackst du? Oder was? Mika, hast du Durchfall, Malenk? Kackst du oder was? So, das muss ich bis morgen. Mäuschen, erzähl mal, warum haben wir Wasser getauscht? Weil wir hatten hier grünen Plankton. Da, grüner Plankton hat sich gebildet und mein Schatz wollte keine Chemie reintun. Und dann hat er gesagt, komm, wir machen neu das Wasser. Vielleicht kommen noch warme Tage, das ist ja heute erst 22. Juli, ist ja noch nicht mal August, ne? Ja, ja, deshalb. Kann man ja noch machen. Kann man noch einmal rausmachen, sauber machen. Zeig mal kurz den Schwimmbad. Ja. Und da vorne, da sieht man auch das Loch. Da gehe ich mal ganz kurz, jetzt kann man das mal zeigen. Ja, aber hält der? Ja, scheinbar hält. Hält der Kleber schon? Ja, da unten sieht man das. Da habe ich mit Wirt und diesem Spezialkleber gemacht. Wahnsinn. Muss man auch noch mal inspizieren. Ne? Und aus dem Schwimmbad haben wir einen riesen See da gemacht bei den Bienen. Ja. Da hinten ist alles nass. Kann man auch mal zeigen. Ja. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal sehen, was ich morgen den Rest noch mache. Und dann mit dem Staubsauger tue ich das noch aussaugen. Und hier hat sich natürlich bei so vielen Tonnen Wasser hat sich hier ein schöner kleiner Teich gebildet. Aber der ist morgen auch weg. Hier ist alles voll. So, hier hatte ich auch das Heu weggenommen, gesenzt. Das haben wir auch noch gemacht, das Heu weggenommen und gesenzt. Ich rieche unvermehrte Süßchen. Ah, okay. Oh, ich habe noch Haare. Ich stehe und rieche hier rum.
braune Haare. Das Mädelsüß, ja. Das altes Mädelsüß? Ne, ja doch. Ist er von alt oder ja, noch nicht das, gekommen? Ist doch, das ist alt, glaube ich. Das ist schon vorbei, geblüht. Oh, schade. Habe ich hier ein bisschen den Schlauch, muss ich mal wegräumen. Hast du gut gemacht, dass du die nicht abgesenkt hast. Und meine Malven. Ja, ja, hier sind Malven, das habe ich gesehen. Gut gemacht. Meinst du, die kommen noch? Ja klar, die kommen nächstes Jahr. Malven kommen. Ach immer so, mit. Jetzt verstehe ich. Malven kommen immer. Ja, dann räume ich noch mal. Was macht er denn hier? Oi, Mietja, wahrscheinlich schubt du dann nicht Pau. Nee, das ist der Oscar. Der Oscar, meine ich. Oscar. Was hat einer gesagt? Eine Zuschauerin hat gesagt, dass mein Feld sehr unkraut ist. Ach. Aber das bin ich. Ich bin froh, liebe Zuschauer. Ja, halt mal, ich mach mal den Strom weg. Dass ich manche Unkraut nicht weggetan habe wegen der Hitze. Ich habe zum Beispiel bei den Zwiebeln Unkraut weggetan und dann ist mir ganze Zwiebel verbrannt. Ja. Gebacken, richtig. In einigen Jahren, wo wir viel Regen haben, muss man natürlich das Unkraut schön entfernen. Ta. Nicht faul. Und jetzt lieber nicht entfernen. Bei so Hitze, haben wir gemerkt, braucht man lieber nicht entfernen. Ja. Weil aber dann die Pflanzen kaputt gehen. Aber die Wahrheit ist, dass ich schon Unkraut faul bin. Ja, aber ich meine, gut. Viele Nachbarn, die tun dieses Zeug sprühen. Ja, ja, hier, unsere Nachbarin hat gesprüht. Unkräuter gesprüht, liebe Freunde. Diese Techniken sind in Ukraine schon angekommen. Das nennt sich Roundup und fertig. Und letztes Mal hat uns einer erzählt, die Round hat aus Versehen sich vertauscht. Hat dieses wollte Vitamine. Vitamine sprühen, hat die ganzen Kartoffeln kaputt. Mit Roundup, ne? Alles kaputt. Und rote Beete vor allem hat sie gemacht. Meinte, ich habe ganze rote Beete verbrannt. Wolltest mit die Roundup? Ja, die lasse ich draußen, weil das kommt ja in der Nacht nicht. Hier mache ich zu. Pute habe ich schon zugemacht. Aber Heu haben wir alles versteckt. Ja, mit Marusia, ne? Bald haben wir leckeren Mais. Und wir kriegen bald Besuch. Wunderschönes Besuch aus Deutschland diese Woche schon. Ja, also vielleicht Anfang oder Ende. Unsere Zuschauer, ne? Ja, und Freunde. Unsere Zuschauer kommen uns besuchen. Vielen Dank. Ich freue mich. Und dann kriegen wir Pakete von Sandra und Viola, ne? Und Betty. Nee. Ja, Sandra und Viola. Ja, und noch, da sind noch mehr. Das ist ja noch die Mama. Mama, Tochter? Beide Mamas. Oh Mensch, ich muss... Kerstin, glaube ich. Und Bettina. Dankeschön. Ich freue mich schon. Entschuldigung, dass ich die Namen noch nicht so gut kenne. Das ist, wenn man die Leute noch nicht gesehen hat, ist das noch schwieriger. Das ist nachdem wir... Und mein Kopf ist sowieso für Namen das ist so unser Gedächtnis ist nicht mehr so. Nach Corona. Das stimmt, nach Corona. Ist halt schlechter geworden. Ist nicht so gut, ja. Wir merken uns. Schlechter geworden. Die Kätzchen spielen hier. Schatz, ich gehe jetzt rein weiter. Ich muss noch die Milch haben verstecken. Haben wir oben alles weggeräumt oder lässt das Ich habe weggeräumt. Ah, okay. Die ganzen Decken da oben auf der Terrasse waren voll viele Decken, habe ich weggeräumt. Und jetzt gehe ich die Milch verstecken. Jo. Ich weiß aber schon, was die schon mit diesen Trauben machen. Nein. Ich weiß, was die mit dem machen. Das hat schon der Oscar gemacht und der Mietja, aber die haben es nicht geschafft. Der Traube, aber der arme Traube, die tun immer abreißen, ganze. Oi, die werden immer fröhlicher. Die Mama beobachtet die, ne? Ja, die hat ihre Ruhe zum Glück. Noch. Oh, jetzt werden die frech. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ja. Wo die werden alles ruinieren und kaputt machen. Aber ich habe schon extra, ich brauche nur eine Schnur. Ich habe für die schon extra was gebaut. Ah, solche Mäuse. So eine Maus mit auf der Schnur, ja. Ich habe zwei Mäuse, aber ich brauche nur eine Schnur. Ja. Soll ich eine Schnur eben holen? Ja, dann machen wir. Zwei, das ist hier binden. Hier. Binden und dann aufhängen. Ich dachte hier. So, nee, so muss binden, damit so, das sieht so wie eine Maus, ja. Zwei Stück. No? Ja, ich hab die Schnüre da. Aber wo aufhängen? Ah, ich weiß schon wo. Warte, ich hol Messer auf die Schnur. Ich weiß schon wo aufhängen.
Gleich bauen wir euch zwei Mäuschen zum Spielen. Schatzi, die Schnur muss stabil sein. Ich habe hier eine Schnur. Bei Kaninchen liegt eine Schnur. Morgen, sagt mein Schatz, kommt der Regen. Genau dann, wo ich will, diese Matratzen alle trocknen. Und es waren so viele Hitzetage, so viele. Und ich hätte so genug Zeit, diese Hitzetage auszunutzen. Aber nein, erst jetzt. Braune Schnur weg. Nee, die ist auch nicht gut. Ich habe hier so eine dickere. Die ist richtig, ist richtig stabil. Das ist richtig stabile Schnur. Einfach so binden, ja. Ich halte dir in der Mitte wie eine Maus. Ich habe extra heute das gefunden in meinen Pelztaschen. Weil das ist ja nämlich, wollte ich mir daraus noch was Schönes nähen. Aber jetzt bin ich schon so... Hat sogar einen Schwanz, die Maus. Jetzt bin ich und schon... Und die andere willst du auch? Hat sogar Schwanz. Ja, ja, ich wollte zwei machen. Ja. An dem Ende, genau. Und ich weiß sogar, wo wir das aufhängen. Diese Schnur ist nicht mehr super stabil, aber das wird gut. Die ist perfekt. Tag. Und jetzt mitnehmen, nicht schneiden, weil wir machen. Braucht man nicht schneiden, weil ich habe eine Idee, wo aufhängen. Ah, an der Treppe. Da, an der Treppe hier, der höchste Treppe. Und dann hängt das runter. Oi, 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 oi. Hier irgendwo. Oi, 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 jak wenn буду тешит. Okay, aber das, ja, darf nicht, das darf nicht den Trauben berühren. Vielleicht ist es zu hoch. Nee, dobre. Nee, ein bisschen. Nee, eine tiefer. Na, aber sie будуть стрибати. Дивися, як вони мені по тому винограді завжди. Бандюки. Ja, und wenn man will, kann man oben an der Schnur zerren. Da, also feine. Eine muss so ein bisschen. Eine muss tiefer, oder was? Ja, ja. Oder hier. Rüber. Nee, 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 tu nur ein bisschen halten. Ziehen. Du kannst ja auch ziehen. Die eine hier machen. Nee, 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 so. Eine muss fast auf dem Boden liegen. So. Jetzt perfekt, Schatzi. Mäuse sind fertig. Hier. 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 Kannst du denen das vielleicht eine fangen und dahin? Anu, treibt die zu mir, damit die das sehen. Nein, geht mal dahin. Komm her. Hier ist ein schönes Teil. Nee, er hat Angst davor. Noch nicht. Noch nicht. Nein. Die werden das noch fangen. Die, im Moment. Der spielt auch mit denen. Aber im Moment wollen die meine Dinger kaputt machen. Ja, der spielt damit. Der Oscar. Der denkt sich auch was da. Was Neues. Aber der hat uns gerochen. Kennt uns schon. Da genau, Blätter, Blumen. Naja, wir werden mal sehen, ob das... Sogar der in seinem Alter macht noch alles kaputt. Trauben, ja. Was ist denn das eigentlich? Das habe ich heute da reingeschrieben. Nietzsche kommt auch. Hier ist ganzes Treffen heute. Ja, ganzes Treffen. Nur Tommy, der Alte, ist nicht da. Und Stjopuchka ist da und alle sind da, ne? So, liebe Kinder, wir gehen. Mama und Papa gehen jetzt rein. Ja, wir wünschen euch eine gute Nacht, ihr Kleinen. Schatzi, Gurken schon alle gewaschen.
Die hier zum Frühstück nicht so hübschen. Äpfel auch gewaschen zum Frühstück. Und die hier zum wieder einlegen. Die haben so ein paar Stellen, das macht ja nichts. Das sind noch wunderschöne zum Einlegen. Bett wollte ich zeigen, was wir da heute gemacht haben. Macht ihr erstmal die? Ja, jetzt haben wir Strom und alles haben wir da. Das war das hier, war das. Haben wir rausgeholt. Vielleicht tue ich morgen, wenn morgen Sonne gibt, dann tue ich noch den Säckchen in die Sonne. Aber wenn nicht, das ist, da habe ich nämlich Bettwäsche. Aber wenn nicht, dann das ist auch schon sauber. Wir haben hier gesaugt, wir haben das alles rausgenommen. Wir haben da hinten in die Ecke Mäusegift reingetan, diese roten Dinger. Mäusegift, weil Mäuse gibt es immer noch. Ganz viele Mäusekacke war da drunter unter der Matratze. Stimmt, Schatz? Ja, ich habe Auf alles dem Boden. weggesaugt. Ja, mein Schatz hat mir geholfen, haben wir gesaugt. Jetzt gehe ich noch in die Himbeeren sammeln, Schatz. Oh. Da habe ich auch Gurken. Auch Himbeeren. Ah, erstmal Milch wegbringen. Warte mal. Da sind 5 bis 6 Himbeerchen, aber schade, wenn die mir kaputt gehen, weißt Jedes Kleinigkeit am Essen soll man ja. Hast du mein T-Shirt gewaschen? Ja, du nimm dir neu im Schrank. Oh, wie schön ist der Abend. Ich gehe die Milch wegbringen. Das sind diese Decken, alle, die da drin waren. Die werden jetzt. Die werden jetzt getrocknet. Ich habe ja schon so viel Milch. Ach so, da oben ist ein bisschen Platz. Dann mache ich das jetzt. Das sind alle Himbeerchen für heute. So wenig, aber das sind sehr, sehr viele Grüne und die kommen jetzt alle. Mietja, lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt zu meinem Schatz. Ich wollte nur diese wunderschöne Farbe zeigen. Naja. Mieter, Mieter, nicht stalken. Das ist mein kleiner Stalker. Mein Stalker in mich verliebt. Ich nehme den jetzt so.